Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Sherlock Holmes The Awakened. Wir befinden uns gerade an einem wortwörtlich sehr dunklen Ort und versuchen noch den vermissten Herrn Arneson zu finden, der wohl entführt wurde vom Kult. Und Sherlock hat sich mal eben entschieden, einfach ohne Watson weiter reinzugehen, was mit Sicherheit eine ganz tolle Idee ist. Ja, drei Türen. Interessant. Müssen wir irgendwas anwählen eigentlich? Wir haben nur die Fotografie hier. Hier ist etwas. Vielleicht sollte ich das Buch nicht nehmen. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, was ich machen soll. Ich sollte es vielleicht lieber liegen lassen. Aber ich fürchte fast, dass ich es nehmen muss, um irgendwo hinzukommen. Ja. Also ich denke, ohne Buch kommen wir hier nicht weiter. Not again. Tja, dann nehmen wir mal das Buch mit. Denke, wir haben keine andere Wahl. That's human skin and still warm. What's happening? Okay. Ist das Necronomicon nicht auch in Menschenhaut eingeschlagen? Déjà-vu and not in a pleasant way. Ja, jetzt sind wir wieder an dem Ort. War ja zu erwarten, dass das nochmal passiert. Aha. Interessant. Auch wieder mehrere Wege hier. Scheint aber so, als würde nicht jeder zu der Tür führen. Dem, was hier zu sehen ist, offensichtlich gar kein Weg, der dorthin führt. Wir haben das hier noch. Ah. Jetzt höre ich was. Ich weiß nicht, ob wir hier drauf schon laufen können. Ich glaube nicht.
Ich denke, da müssen wir nochmal dann durchgehen, damit das sich verfestigt oder so. Ha! Jetzt ist es wieder ganz weg, na toll. Wie kriegen wir es fest? Oder vielleicht irgendwie... Nee. Es ändert auch nichts. Hier höre ich noch was. Klingt eigentlich so, als wäre es hier. Ah. Aber wirklich fester sehen die jetzt auch nicht aus. Ehrlich gesagt. Mich immer noch nicht so safe aus. Ich höre aber nichts mehr. Ich verstehe nicht so recht. Fürchte ich. Das ist sehr unangenehm. Vielleicht hat sich jetzt doch hier irgendwas verändert. Thank you.
irgendwie spiegelverkehrt, oder? Verdammt, hier ist nichts. Gerade ist angefangen, das Spiel macht mich jetzt schon fertig. Was ist denn hier? Nichts. Kann gefühlt aber auch nichts machen. Außer dem, was ich bereits gemacht habe. Also rückwärts gehen oder so ist jetzt auch nicht die Option, oder? Nee. Mir fällt langsam nichts mehr ein. Das Buch? Nö. Hier noch irgendwas passieren sollen, was nicht passiert ist. Oder übersehe ich einfach nur was? Eigentlich. Der Weg führt ja schon bis da hinten hin, aber wie kriege ich das hin, dass ich auch darauf laufen kann? Das verstehe ich nicht. Vielleicht muss ich doch wirklich den Weg quasi unsichtbar gehen. Ich muss mir hier einfach nur genau merken, wo ich lang gehen muss. Also, dass ich jetzt nicht einfach irgendwo da drauf laufe. Das wäre das Letzte, was mir jetzt noch einfällt. Also quasi wirklich hier an dem Vorsprung und dann zwischen Daumen und Zeigefinger durch. Okay, das könnte kompliziert werden. Wenn das denn die Lösung ist. Probieren wir jetzt mal aus einfach. Ah. Ja, das ist die Lösung. Okay. Soweit weiß ich noch, aber... Jetzt habe ich mir das natürlich nicht gemerkt. Ja. Zumindest ist das die Lösung. Boah, ich bin erleichtert, dass ich noch drauf gekommen bin. Okay, dann müssen wir uns das jetzt einmal anschauen. Wie es denn dahinter weitergeht? Also. Quasi direkt um den Stein rum. Also zwischen Stein und dem ersten Käfig durch. Dann weiter Richtung Schiff. Und um den anderen Käfig herum. Okay. Ich denke, das kriegen wir hin. So.
Moment, ich schaue noch mal ganz kurz, ob hier alles läuft. Ach, gut, ist gut. Oh! Ich bin schon an der falschen Stelle losgestartet. Das war nicht so klug. Hier, hier müssen wir drauf. So. Das ist schon unangenehm hier. Jetzt hier durch. So. Dann weiter Richtung Schiff. Ich glaube, das ist ja aber auch nur so ungefähr. Okay. Geschafft. And now, axes? What on earth for? Hm. Wundervoll. Ah ja. Sagen wir leider nichts. Die Symbole. Aber hier ist die Tür. Vielleicht öffnet sie sich erst durch ein Blutopfer. Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall das Symbol. Ich denke, ich versuche erstmal durchzukommen. Irgendwie. Gott. So, das war knapp. Eieiei. Das ist nicht unbedingt das Spiel, bei dem es am einfachsten ist, hier durchzulaufen irgendwo. Springen können wir nicht. Wir können wirklich nur in Richtung Moment durchsprinten. Vielleicht muss ich mich aber auch an der richtigen Stelle dann opfern. Kann auch sein. Ich habe aktuell das Gefühl, dass wir einfach nur... ich glaube, wir laufen einfach nur im Kreis. Wir müssen an der richtigen Stelle, denke ich, das Blut vergießen. Zu spät? Nein, es ging noch. Okay. Okay, da müssen wir uns mal die Symbole merken. Das ist diese Blume mit Beinen. Bei den anderen beiden finde ich es schwierig, eine Assoziation zu finden für mich. Aber das könnte... ein Mensch sein, der irgendwie nach unten hängt, also kopfüber. Und ein X und gekringelt an der Seite und unten, ja. Okay. So, das ist falsch. Da hinten müssen wir hin. Das brauchen wir definitiv nicht. Wow. Ja, das brauchen wir. Okay. Töte mich! Töte mich! Oh. Oh, ist das fies, ey. Ja, warum? Oh, das ist echt unangenehm. Ui. Haben die sich geändert? Nein. Bleiben gleich.
Da, das ist das nächste. Oh Gott. Schön ist was anderes. Hey, is that glow again? Ja, und jetzt noch das X mit den Gekringels. Müsste ja dann auf der Seite sein. Ja. Direkt das hier. Schätze ja. Oh mein Gott. Oh Gott. Wo wir noch um Hilfe ruft nach Watson. Das ist so. Das ist so schlimm. Ich hoffe, das war alles. Ich kann es nicht mehr. Das ist echt unangenehm.